Erforschung! Erhaltung! Verständigung! Ich bin ein Lab-Pionier! Eigentlich bist du das nicht. Doch, das ist er jetzt. Dad hat Blades zu unserem Maskottchen ernannt. Das erklärt nicht, wieso der Chief den Rest von uns hier rausgebracht hat. Für die Naturwanderung. Graham hat gesagt, jeder ist eingeladen. Wir beobachten Tiere, um den Tierorden zu erhalten, klettern auf Berge, um den Naturorden zu bekommen und singen Lieder für den Musiktheaterorden. Mi, 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 mi. Lasst uns an seinem Stillorden arbeiten. Kommt alle her, Leute! Kommt her zu mir! Willkommen zur diesjährigen Let Pioneer Freunde- und Familienwanderung. Hey, pass doch auf, Kate! Oh, hat da jemand Grummelflakes zum Frühstück gegessen? Für die heutige Strecke bilden wir jetzt Zweiergruppen. Damit können wir sicher gehen, dass keiner verloren geht oder... Hilfe! ...sowas passiert. Hilfe! Hilfe! Vier Roboter auf einer Weltraumpatrouille gerieten in eine vertragte Bredouille. Sie wachten auf unserer Erde. Optimus Prime wollte, dass es so werde. Sie lernen, wie man Menschen beschützt. Alles zu tun, was allen hier nützt. Sie trotzen als Helden Wetter und Wind. Und kaum jemand weiß, wer sie wirklich sind. Rescue-Bots helfen und retten. Sind wir von Not und Gefahr bedroht. Rescue-Bots helfen und retten. Rescue-Bots. Ihr Lenker ist Cody, der mutige Held. Die Rescue-Bots retten täglich die Welt. Zusammengeschmiedet. Hilfe! Hilfe! Halt durch, Timmy! Hilfe kommt! Hilfe ist da! Heatwave! Diese Rettungsmethode ist zu gefährlich. Ganz toller Plan, Kate. Klar, du kannst das besser. Gut, dass du das auch so siehst. Blades, Hubschraubermodus. Rettungsroboter, arbeitet zusammen! Deshalb sind die Zweiergruppen so wichtig. Allein zu wandern ist nicht sicher. Außerdem schafft man viel mehr zu zweit. Diese Armreifen hier werde ich paarweise verteilen. Kann ich zwei Freiwillige haben? Wie wäre es mit mir und Blades Dad? Ich wollte die Roboter nicht involvieren, aber da er unser Maskottchen ist, mache ich eine Ausnahme. Wenn ihr diese Armbänder tragt, verbinden sie sich magnetisch miteinander. Das heißt, wenn ihr zu weit voneinander entfernt seid. Ziehen sie euch zueinander zurück. Ah, cool. Sehr schön. Ich glaube, ich weiß schon, wer mein Partner wird. Ganz im Sinne der Lab-Pioneer-Freundschaften werden alle Partner zufällig ausgewählt. Oh, komm schon. Na, wer ist jetzt grummelig? Graham, du bist befreundet mit Mrs. Niederländer. Ach, bin ich das wirklich? Und auch mit Mr. Pettypaws. Oh, ich bin allergisch gegen Katzen. George, du gehst zusammen mit Timmy. Und Kyle, du bist Corys Freund. Hätte ich mich bloß mit dir freiwillig gemeldet. Wer weiß, wen ich jetzt abkriege. Haley, du gehst mit Frankie. Oh. Oh, Haley, über was sollen wir reden? Ich schätze, sie hat in ihrem Leben noch nichts Wissenschaftliches gelesen. Mach dir keine Sorgen, sie ist wirklich nett. Muss sie auch, wenn sie es mit Kate aushält. Oh, hast du nicht den Partner gekriegt, den du wolltest? Danny, du gehst mit Kate. Was? Hast du nicht den Partner gekriegt, den du wolltest? Karen, sie gehen mit mir.
Also, ich heiße... Chief Charlie, der Mann, der dabei geholfen hat, meinen Neffen zu retten. Danke dafür. Naja, das gehört zum Job. Ich habe beim Polizeinotruf auf dem Festland gearbeitet. Sie sind dort eine Legende. Legende? So alt bin ich gar nicht. Der Chief verhält sich eigenartig. Er ist bestimmt nur aufgeregt wegen der Wanderung. Also ich bin's. Chief, ich brauche auch noch einen Partner. Komisch. Ich habe doch auf eine gerade Anzahl an Leuten geachtet. Mein Bruder Jerry ist auf dem Weg. Er ist wie immer spät dran, aber meist hat er dafür eine tolle Geschichte. So, das war für den Elektronikladen. Puh. Und jetzt noch die letzte Lieferung. Bitte schön, Doc. Das ist für die Reptilienabteilung. Oh. Wo sind die Schlangen? Warte, du fährst! Jerry, halt! Hallo! Die Schlüssel für unsere Armbänder. Es tut mir leid, Chief. Ich war so in Sorge, zu spät zu kommen, dass ich nicht mehr richtig aufgepasst habe. Ach, zu schade, Schwester. Unsere Verbundenheit ist vorbei. Hey, Haley! Hey! Wieso funktioniert das noch? Wenn man einen Schlüssel zerstört, öffnet das nicht die Tür. Das gleiche gilt für Armbänder. Warte mal. Wir sind für immer so gefesselt. Ah, so lange, bis wir eine Möglichkeit gefunden haben, das Schloss elektronisch zu überschreiben. Genug diese Herumstierei. Meine Fußballen sind wund. Dad, ich weiß, wie wir unsere Armbänder abschalten. Die EMP-Zone. Alle Geräte hören da auf zu funktionieren. Eigentlich ist das EMP nur für Notfälle reserviert. Ich weiß, dass du das bist, aber was bin ich? Ich weiß, dass du das bist, aber was bin ich? Aber das hier könnte durchaus einer sein. Eine kleine Änderung der Route, Leute. Wir wandern bis ans Ende der Canyon Road. Unsere Armbänder sollten sich dort öffnen. Oh, wird Zeit. Oh Mann. Zum Glück nur eine Wegänderung. Ich hatte schon Angst, dass der Chief die ganze Wanderung absagt. Also ernsthaft, Cody. Ich habe rein gar nichts mit ihr gemeinsam. Worüber soll ich mit dir reden? Weiß ich nicht, über irgendwas. Sei einfach freundlich. Hast du schon mal Bücher über die String-Theorie gelesen? Brauchen Sie meine Hilfe, Mrs. Niederländer? Nein, ich nehme den leichteren Weg. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob wir uns so weit vom Wanderweg entfernen sollten. Komm schon, Grünschnabel. Das ist eine Wanderung, kein Schachturnier. Und wir können die Natur aus nächster Nähe genießen. Genießen ist das falsche Wort. Ich bin gerade nach Griffin Rock gezogen. Was für ein Ort. Die Dinge hier sind nie langweilig, oder? Naja, solange es keine Macaroni mit Käse mehr regnet. Das Gute daran ist, man hat die ganze Woche zu essen. Dennoch ist es gut zu wissen, dass wir jemanden wie Sie haben, der uns beschützt. Oh. Sir, entwickelt sich bei Ihnen ein Sonnenbrand? Man nennt es Erröten, Chase. Und es ist nicht dein Problem. Aber ich habe gar kein Problem. Ich habe nicht mal Schwierigkeiten. Griffin Rock Notruf, sprechen Sie. Verstanden. Kate, ich brauche dich in der Innenstadt für eine Leiterrettung. Ein Fensterputzer hängt am Balkon. Ja, schon unterwegs, Dad. So viel Spaß diese Wanderung auch gemacht hat. Schon vergessen? Wo du hingehst, geh auch ich hin. Wie gut für dich, dann kannst du was lernen. Ach, zum Beispiel unmögliches Verhalten? Was hat euer Vater gesagt? Das Partnersystem ist eine gute Idee? Ist es nicht? Oh, na immerhin seid ihr euch darüber einig. Hören Sie auf zu zappeln, ich komm hoch! Wow, seit wann sind Schlangen so groß? Schnell, halten Sie sich fest! Ja.
die Schlange entkommt. Bin gerade etwas beschäftigt, Schwester. Wie wär's mit Multitasking? Na hör mal, könntest du vielleicht auch was tun? Kate, geh zurück. Ach was, jetzt gibst du mir auch noch Befehle? Nein, Danny, nicht bewegen. Halt dich da raus, Heatwave. Zurücktreten, langsam. Danke, Heatwave. Wirklich, danke. Ihr könnt mir danken, indem ihr mir sagt, wohin damit. Es fühlt sich so an. Warte, warte, du sagst also, dass sich riesige außerirdische Roboter vor Schlangen fürchten? Nicht fürchten, aber sie klappert mein Metall ab. Ich glaube, da ist eine robuste Tasche im Notfallset. Hilfe! Eine Einheit der Kobra! Hilfe! Das ist ja wirklich ein komischer Zufall, oder? Wir sagen lieber Dad Bescheid. Ein Angriff riesiger Schlangen? Wir sind uns nicht sicher, wie viele es sind. Normalerweise könnte ich fliegen und das aufklären. Aber dein Helikopter ist auf einer Wanderung. Wartet mal, Leute. Cody, deine Schwester braucht ihren Roboter. Und da ihr zwei nun mal ein Paar seid... Verstanden, Dad. Roboter transformiert. Benutzt die Autopilot-Einstellung des Roboters, mein Junge. Wirklich toll. Jetzt habe ich überhaupt niemanden mehr zum Reden. Sag uns Bescheid, ob du noch mehr Schlangen entdeckst. Wir verfolgen sie dann. Tun wir das. Was ist los, Blades? Ich kann es nicht glauben, dass ich meine allererste Lab-Pionier-Wanderung verpasse, um nach Schlangen zu suchen. Naja, wenigstens zählt das für deinen Reptilienzuchtorden. Ehrlich? Dann her mit den Schlangen. Wir fliegen als erstes zum Zoo. Vielleicht sind sie von da geflohen. Ja, könnt ihr dafür sorgen, dass sich das Teil da hinten nicht mehr windet? Tut mir leid, Heatwave. Das ist nun mal das, was Schlangen tun. Gewöhn dich lieber daran. Ich werde gleich noch eine eintüten. Ich komm rüber! Halten Sie sich fest! Los, Heatwave! Tja, vielleicht sollten wir die Armreifen öfter nutzen. Leute, ich habe rausgefunden, woher die Schlangen kommen. Die Zooleiterin vermisst eine Lieferung von 12 großen, teilweise giftigen Reptilien. Das heißt, noch 10 weitere fangen. Aber die packt ihr nicht alle auf meinen Rücksitz. Die Berichte kommen jetzt von überall. Schlangen in der Innenstadt, im Park, in einem Schwimmbecken. Da brauchen sie jede helfende Hand. Nur, dass jede Hand mit einer anderen verbunden ist. Aber ich denke, sie hätten nichts dagegen mitzufahren, oder? In einem hochmodernen Roboterstreifenwagen? Können wir die Sirene anmachen? Das kriegen wir schon hin. Graham, Treffpunkt bei Codys Koordinaten. Haley? Wir haben einen Notfall. Kannst du hier die Führung übernehmen? Ich arbeite in der Kita. Das hier ist ein Witz. Also, diese Blumen sind sehr schön, oder? Ja, ich liebe Lupinus perennis auch. Oh, wilde Lupine. Auch die Schmetterlinge tun das. Und manche Raupen essen sie sogar. Wow. Woher weißt du das alles? Ich habe einen Abschluss in Botanik. Oh, pass auf, da ist ein Toxicodendron pubescens. Und ich dachte immer, außer Dad spricht niemand dieses sonderbare Latein. Entschuldige. Gift-Efeu. Ich habe zuerst die wissenschaftlichen Namen gelernt. Ich hoffe, ich bin nicht zu langweilig als Wanderpartner. Machst du Witze? Ab jetzt bist du meine private Tourführerin. Oh! Was ist das? Mr. Pettypaws verliert gern Haare, oder? Mir ist heiß. Dieser Sitz hat keine Lendenwirbelstütze. Wie kann man ihn zurückstellen? Das nennst du eine hochwertige Maschine? Ich bin schon Caddys gefahren, die aufgemotzter waren. Sag mir bitte, dass wir in der Nähe sind, Cody. Klingt, als müsste bei dieser Rettungsaktion Graham gerettet werden. Fahr in Richtung Griffin Rock Park, Graham. Aber sei vorsichtig, da ist eine Königskobra. Schlangen können adlig sein?
Oh, ist das wieder einer dieser Namen, die keinen Sinn ergeben, wie Katzenfisch oder Hammerhai? Cody, wir sind gleich da. In welchem Gebäude ist die Boa? In dem großen, auf der Waverly Street. Chief, ist das ein Code 1 oder sollte ich 1012 mit meinem Passagier, während Sie den 1064 erkunden? 1018. Kümmert euch nicht um mich. Ich war ein 1037 schon vergessen. 1004, Madam. Mir war nicht bewusst, dass Sie Polizeicodes kennen. Ich danke Ihnen. 1002. Höflich und kompetent. Tolle Technologie. Oh. Chase, öffne die Tür. Ich kann nicht, Sir. Ich werde gerade geboren, Konstriktor. Oh. Oh. Unterlassen Sie das, Schlange. Sie begehen vorsätzliches Umarmen eines Gesetzeshüters. Das ist verboten. Chase, versuch zu transformieren. Unmöglich, Sir. Meine Mittelsektion ist zu fest umgriffen. Wir stehen das durch. Auf keinen Fall ist die Boa stärker als dein Bot. Dad, Hilfe ist unterwegs! Lass meinen Freund in Ruhe! Ja, der Wahnsinn! Wir haben's geschafft! An meinem Bauch kitzelt irgendwas. Hm? Mach es weg! Mach es weg! Die gute Nachricht ist, sie ist weg. Die schlechte ist, wir haben sie da verloren, wo die Lead-Pioneers wandern. Rettungsteam, da ist eine riesige Boa-Konstriktor am Ende der Old Canyon Road. Verstanden, Cody. Wenn wir die hier eingefangen haben, sind nur noch zwei Schlangen da draußen. Merkt ihr was? Wenn ihr zwei aufhört, euch zu streiten und zusammenarbeitet, könnt ihr echt was erreichen. Wir wären noch schneller gewesen, wenn Danny nicht dauernd ihr Netz fallen gelassen hätte. Ich? Du warst es doch, der zu ängstlich war, ins Wasser zu gehen mit dem Teil hier. Vergesst, was ich gesagt habe. Wie lange soll das denn noch dauern? Wir gehen zurück, sobald ich diese Schlange gefunden habe, Mrs. Nieder... Lendell... Nein, Boulder! Bei jeder Bewegung könnt ihr die Schlange angreifen. Denk ruhig nach. Ah? Das war fantastisch! Ich wusste nicht, dass sie Schlangen beschwören können. Du hast nicht gefragt. Also lass uns gehen. Ohne die Flöte hätte sie die Schlange bestimmt auch erschreckt. Oh! Oh! Keine Sorge, Leute. Das ist eine Boa. Die ist nicht giftig. Dafür schluckt sie gerne Sachen in einem Stück runter. Schnell, Leute. Bleibt dicht bei eurem Partner und geht darüber. Woher hast du das gewusst? Das ist wilder Knoblauch. Ich habe gelesen, dass er Schlangen abwehrt. Okay, jetzt habe ich es endgültig begriffen. Ich muss wirklich mehr über Pflanzen lernen. Graham hat die Kobra gefangen, Dad. Das hier ist die letzte Schlange. Rescue Bots, Robotermodus. Endlich die Armbänder deaktivieren. Warte, vielleicht können die sogar helfen. Heatwave, stell Cody in das Becken. Das ist noch mal gut gegangen. Ey,
Ich wusste es. Du bist so langsam gefahren, dass ich meine Lieblingsserie verpasst habe. Ich glaube, ich hatte genug Natur für einen Tag. Ich dachte, ein LED-Pionier befasst sich vor allem mit Kunsthandwerk. Hey, Frankie! Wollen wir zurück ins Labor und ein paar Körbe werfen? Vielleicht später, Cody. Haley hat mich eingeladen, ihren Garten anzusehen. Oh, ich dachte, ich werde sie nie wieder los. Noch bist du das auch nicht. Sag erst nicht auf Wiedersehen zu Mr. Pettypaws. Okay, Dad, ihr seid das letzte Paar. Schade, wir hatten nicht viel von der Wanderung. Aber da wir immer noch unsere Armbänder tragen... Wirst du für mich abschließen, Danny? Kannst du mir sagen, was das jetzt gerade war? Ich glaube, ich weiß es. Nicht unser Problem.